Ja, hi. Heute sind Markus und Christine von Archery Park aus Neuseeland hier an unserem Standort in Rossach. Uns freut es total, dass so internationale Partner uns auch besuchen kommen und wir haben ihnen einfach ein bisschen was gezeigt, unsere Produkte, unseren Standort und was genau seht ihr gleich im Video. Ich bin Markus aus Neuseeland. Ich habe Archery Park gegründet vor 4 Jahren, weil wir Bogenschießen so sehr vermisst haben und das ist eine absolute Nische und da mussten wir uns das einfallen lassen, um das auf die Beine zu stellen. Ich bin Christine. Ich bin vor vielen Jahren zum Bogenschießen gekommen, weil Markus mich mal mitgenommen hat nach Neubrunn zum Turnier. Und ich durfte dort direkt auf 111 Ziele schießen. Das war mein erster Versuch zum Bogenschießen. Und jetzt bin ich bei Archery Park für den Online-Versand zuständig. Wir sind heute bei Bärpo und freuen uns schon, alle Produkte auszuprobieren und neue Produkte kennenzulernen und dann alles Mögliche mit nach Neuseeland zu nehmen und dort in der Natur auszuprobieren. Ich habe meinen ersten Schießhandschuh vor, ich glaube, 25 Jahren oder mehr von Henry Wodnik gekauft. Und damals, das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, war Bärpo noch ein kleines Zelt und ein Klapptisch. Das war dann schon spannend, die Entwicklung zu beobachten in meiner Zeit hier in Deutschland, in der ich sehr aktiv war und dann auch jetzt aus der Ferne. Und die Philosophie von Bärpo hat uns sehr angetan, auch der soziale Aspekt und natürlich die Unterstützung von Bogenschützen und auch einfach die Qualität, dass wir vor einem halben Jahr dann den engen Kontakt gesucht haben und wir auch partnerschaftlich zusammenarbeiten wollen. Und deswegen sind wir hier einmal halb um die Welt gereist, um zu gucken, wie sich das auf so eine große Distanz ideal aufbauen lässt.